Ja, hallo. In diesem Teil möchten wir gerne mit den Operatoren weitermachen. Dieser Teil hier bezieht sich jetzt auf die binären arithmetischen Operatoren. Darunter versteht man zum einen die Addition, die Subtraktion, die Multiplikation, die Division und etwas, was nicht so üblich ist, die Modulo-Division. Ich gebe jetzt einfach mal für jeden ein Beispiel an. Und zwar brauchen wir nicht mal etwas deklarieren, sondern wir lassen uns das Ergebnis immer ausprinten. Dazu wieder ein System.out.println und hier dann in Klammern, weil wir ja zuerst eine Addition durchführen wollen, zum Beispiel 3 plus 4. Führen wir das jetzt beispielsweise mal aus und natürlich bekommen wir hier am Ende eine 7, weil das hier Konstanten sind und diese werden als ganzzahlige Zahlen immer als Integer behandelt und hiermit wird einfach eine Addition zweier Integer-Werte vollzogen. Das Ganze machen wir jetzt auch noch für die anderen arithmetischen Operationen. Hier haben wir 5 und wir ändern jetzt einfach nur das Zeichen hier immer. Beim zweiten unser Minus. Das dritte war ja unsere Multiplikation, also ein Multiplikationszeichen, also ein Sternchenzeichen. Und als viertes haben wir unser geteilt. Ah, da kommt jetzt ein Bruch raus, aber es ist erstmal egal. Und ja, wir wollen jetzt noch anschließend mit dem Modulo etwas weiterrechnen. Dazu lege ich jetzt erstmal zwei Variablen an. Und zwar wollen wir Minuten in Stunde, Minute ausrechnen. Was das jetzt zu bedeuten hat, sehen Sie jetzt gleich. Wir nehmen jetzt einfach mal int Minuten und setzen diese auf irgendeinen x-beliebigen Wert. Ja, jetzt wollen wir unsere Endstunden ausrechnen. Dazu benenne ich den jetzt einfach mal Endstunden. Nicht sehr einfallsreich, aber reicht ja in dem Fall hier aus. Und die Endstunden ergeben sich aus den Minuten durch 60. So, jetzt schauen wir erstmal, wie viele Endstunden dabei herausgekommen sind. Also lassen wir uns das Ergebnis ausprinten. System.out.println und dann lassen wir uns diese Endstunden hier, wie gesagt, ausprinten. Zeige ich das nochmal ganz kurz, sind 390 Stunden. Jetzt sehen wir natürlich, weil wir ein geschultes Auge haben, dass hier am Ende noch ein Rest herauskommt. Diesen wollen wir natürlich berechnen, weil die Stunden ja nicht diese fehlenden Minuten beinhalten. Dazu jetzt einfach nochmal int end Minuten und jetzt brauchen wir unser Modulo und zwar rechnen wir die Minuten, also unseren Input, Modulo und wieder unser 60. Und das Ganze möchten wir jetzt auch wieder ausprinten lassen und schreiben dazu wieder System.out.println und dann end Minuten. Und um das Ganze jetzt hier abzuschließen, wollen wir jetzt dieses in ein Format bringen, das es dem Leser erleichtert, wirklich zu erkennen, worauf der Programmierer hinaus wollte. Und zwar nutzen wir hierzu das System.out.printf für Format und lösche das nochmal hier. Hier können wir jetzt unsere ausgeprinteten Elemente einem bestimmten Format anpassen. Wir wählen dazu ein übliches und zwar in Klammern %d und nun folgt ein Trennungszeichen, das die zwei Werte hier trennen soll. Nehmen wir jetzt einfach mal den Doppelpunkt, weil dieser Doppelpunkt, der ja normalerweise die Stunden von den Minuten auch trennt. Und jetzt einfach nochmal ein %d. Nun kommt unser eigentlicher Input, den trennen wir mit einem Komma und nun müssen zunächst einmal die Endstunden folgen und danach unsere Endminuten. Ja, das Ganze printen wir jetzt nochmal aus und wir sehen 390 Stunden und Doppelpunkt dann dementsprechend unsere Minuten. Das Ganze können wir jetzt natürlich auch noch auf die Tage abwälzen. Wäre jetzt hier nochmal durch 24, aber das sollte erstmal als kleines Beispiel hier genügen. Okay.